Meine sehr verehrten Damen und Herren, Pi von der Band Lord of the Lost. Guten Tag, Christoph. Ne? So, der ESC ist vorbei. Ihr habt eine Wahnsinnsshow abgeliefert und ich kann euch mal von meiner Seite aus garantieren, dass die negativen Stimmen im Internet zwar sehr laut sind, aber definitiv in der Unterzahl. Danke, das sehe ich ähnlich. Danke. Wie waren denn jetzt so die ersten Tage nach dem ESC für euch? Boah, die ersten Tage nach dem ESC, das sind gestern und heute. Gestern war relativ stressig, weil wir Flugverspätungen, Flugcancellations und dann waren wir relativ spät in Hamburg und das war ein bisschen stressig. Heute ist so der erste Tag, wo, muss man ja ganz offen sagen, auch so Stress, Belastung, irgendwo auch Druck abfällt und man sagen kann, man kann sich einmal kurz zurücklehnen und anfangen damit, das zu verarbeiten. Was mit Sicherheit auch noch eine Weile braucht. Und das soll gar nicht negativ klingen, weil wenn man eins sagen kann, für uns persönlich war das alles, was wir jetzt seit Ende Januar erlebt haben, seitdem sind wir mit dem Thema ESC beschäftigt, das war eine krass positive Zeit. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mich an kein Ereignis erinnern, oder es sticht kein Ereignis hervor, was wirklich, also wirklich negativ ist. Was jetzt im Hinblick auf unsere Platzierung vielleicht komisch erscheinen könnte. Verstehe ich. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück, auf die Platzierung. Aber ihr gönnt euch ja so an sich auch eigentlich kaum Ruhe. Jetzt zum ESC kam ja auch von Blood & Glitter die Digital Deluxe und die Earbook Edition raus. Die übrigens limitiert ist. Link ist in der Videobeschreibung. Bestellen. Exakt. Das ist dieses schöne Ding hier. Das ist die Earbook-Edition zum Beispiel. Also wir haben, glaube ich, in unserem Shop, im Lordshop, noch 100 Stück davon und unser Label Napalm Records, die haben auch nur noch 100. Ist auch nicht mehr viel da. Um da kurz die Werbetrommel nochmal zu rühren, sind zwei CDs, also einmal das Album Blood and Glitter und einmal More Blood and More Glitter, wo nochmal 6 neue Songs drauf sind. Also noch ein halbes neues Album quasi, plus verschiedene Piano-Versionen, andere Versionen von Blood and Glitter noch, zum Beispiel mit der Gitarristin von Michael Jackson, Jennifer Beck. Oh, okay. Ja, und so weiter. Also das und 96 Seiten Artwork, das heißt, da sind ganz viele Fotos auch noch drin, die man so noch nicht kennt, die ich bis vor kurzem auch noch nicht, also lange nicht mehr gesehen hatte und mich sehr darüber gefreut habe. Das ist jetzt gerade rausgekommen und das sorgt natürlich auch dafür, dass, keine Ahnung, gestern war so Hit the Ground Running irgendwie. Also ESC-Ergebnisse nur daher, die Aufmerksamkeit ist ja nun mal jetzt eine ganz krasse. Eben. Und als du jetzt sagtest, negative Stimmen sind sehr laut, ich möchte dazu sagen, dass ich manches gelesen habe, von wegen, wir würden jetzt in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Genau darauf wollte ich auch noch hinaus, auf genau solche Kommentare. Und da habe ich mich so darüber gefreut, weil ich so dachte, okay, wir fliegen jetzt nach Hause und das Einzige, was passiert ist, dass wir mehr Aufmerksamkeit haben als je zuvor. Genau. Viel mehr Leute uns kennen, uns hören. Wir mit Blood and Glitter Re-Entry nochmal in den Top 3 der Albumcharts sind. Nachdem es auf Platz 1 war, als es rauskam, und Tendenz gerade auch steigend ist, also steigend im Sinne von Platz 2 oder 1, mal gucken, was jetzt bis Mittwochabend steht. Wenn das heißt, dass wir in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, meinetwegen. Es sind halt auch viele Leute, die, glaube ich, nicht ganz verstehen, dass ihr keine typische ESC-Band seid. So, ihr hattet davor einen Namen, ihr habt danach einen Namen. Danach sogar noch einen größeren Namen, aufgrund dieser Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das verstehen ganz viele einfach nicht, weil sie halt vielleicht auch in einem ganz anderen Musikgenre unterwegs sind oder halt einfach, man muss ja fast schon sagen, wenn man ein paar Kommentare gelesen hat, so Musik nicht akzeptieren. Ja, ist ja auch vollkommen, also ich sehe das immer dann so, es ist ja vollkommen fein, uns nicht zu mögen. So, also ich bin sehr gerne in einer Band, die eher polarisiert und dafür sorgt, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man liebt uns wirklich oder man findet uns richtig kacke. Was vollkommen okay ist. So, also da jedem zu gefallen, das machen wir nicht. Aber natürlich, viele Leute beschäftigen sich dann gar nicht
Und deren größtes Hobby ist dann eben Hass zu spreaden. Und dann muss man auch leider sagen, das meiste kommt halt von irgendwelchen Leuten aus der rechten Szene, die uns jetzt maßgeblich als Vaterlandsverräter hinstellen. Und alleine da, das sagt doch schon alles. Also, das sagt so viel über deren Gesinnung, dass ich mir denke, was gibt es denn hier, was gibt es denn hier nicht zu verraten, wenn das die Gesinnung ist? Also, das ist ja, also nein. Und so eine Leute haben uns auch schon immer gehasst und die werden uns auch immer hassen. Und ich werde auch immer alles daran setzen, dass ich, es gibt ja diesen schönen Spruch, lebe so, dass die AfD was dagegen hat, um jetzt mal eine rechte Institution zu nennen. Gerne, sehr gerne gemacht. Es wird sich ja auch Verraten. immer sehr drauf geworfen, dass ihr beim Einlass keine Deutschlandflagge dabei hattet. Und Ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum da so ein großes Problem draus gemacht wird. Naja, also man sieht 25 andere Artists mit deren Nationalflaggen. Man sieht uns mit keiner Flagge, beziehungsweise sah man uns dann in einem Video der BBC, so, wo man so in Slow Motion die Landesflagge wedeln sollte, sah man uns dann eben mit einer Pride-Flagge. Was in unseren Augen, und ich glaube, da sind wir alles andere als alleine, viel, viel sinnstiftender und viel, viel wichtiger ist, als die Farben des eigenen Landes zu wählen. Und abgesehen davon, ich persönlich als Deutscher empfinde Nationalstolz als etwas sehr, sehr Schwieriges. Denn ich werde mir niemals anmaßen zu sagen, dass ich stolz auf mein Land bin, im Anbetracht auf die Geschichte. Und wer das nicht verstanden hat, der braucht unbedingt nochmal Geschichtsunterricht, warum das schwierig ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich es kacke finde, hier zu sein. Ich bin sehr privilegiert dadurch, dass ich hier geboren bin. Aber das ist halt nicht meine Leistung. Zufall. Purer Zufall. Jeder, der irgendwo geboren ist, purer Zufall. Und entweder du hast Glück oder du hast Pech. Ganz genau. Das ist halt in dem Fall, ja, das ist alles schön und gut. Privilegien. Geil. Reiches Land. Aber darauf auch noch stolz zu sein, als wäre das die eigene Leistung. I don't know. Und das im Zusammenhang mit der Geschichte, selbst wenn das dafür gesorgt hätte, dass wir eine bessere Platzierung haben, selbst dann würde ich niemals irgendwo mit einer Deutschlandflagge reinrennen. Gar keinen Fall. Aber das sind dann auch, denke ich mal, in erster Regel auch viele Leute, die es auch gar nicht verstehen wollen. So, Nee, die haben halt ihre Meinung, die sind festgefahren und und du kannst da auch, also im Internet sowieso nicht, aber auch generell kannst du da ja keine differenzierten Diskussionen drüber führen, warum man das doof findet. Also wenn man da anfängt, sich jetzt, ich kann das hier in unserem Interview sagen, aber ich kann ja nicht in irgendeiner Kommentarsektion anfangen, jetzt den darzulegen, warum ich das schwierig finde. Das ist ein Monolog, den ich da halte. aber es Da wird könnten nicht, wahnsinnig ja. interessante Kommentare unter dem Video sein. Ja, aber die kommen ja eh. Also wir haben ja zum Glück Aufmerksamkeit jetzt noch und nöcher, mehr als vorher. Und da wird wild kommentiert und an alle Hater ist das. Ich bedanke mich recht herzlich für das noch krassere Steigern des Algorithmus. Vielen Dank. Aber wenn wir gerade noch kurz in der Bubble bleiben, was mich interessieren wird, was haltet ihr eigentlich von diesen, die ja von Vorentscheid bis jetzt eigentlich diese musikalischen Vergleiche zu Rammstein und Lordi, weil ihr klingt ja genau gleich. Ja, ich verstehe das auf eine Art. Weil, also es war schon immer so, dass sehr schnell gesagt wird, dadurch zum Beispiel, dass wir aus Deutschland kommen, und auch irgendwie harte Gitarrenmusik mit irgendwelchen Synthies verbinden. Da ist natürlich das Paradebeispiel Rammstein für. Und dann wird man sehr schnell damit verglichen und stinkt natürlich auch sehr schnell in diesem Vergleich ab. Weil Rammstein ist nur eine der größten Bands der Welt. Bin ich fein. Auch mit Lordi verstehe ich, woher das kommt. Maßgeblich wegen des Namens. Aber wenn man Oh das jetzt mein mal Gott, auf musikal. so weit Was? habe ich noch gar nicht gedacht mit dem Namen Lordi und Lord of the Echt Lost. nicht? Kein Scheiß, so weit habe ich gar nicht gedacht. Sehr, sehr gut, sehr gut. Guck mal. Ich verstehe, woher das kommt, aber das, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie Schlagzeilen lesen. So, also da gab es auch teilweise Leute, die haben gesagt, ja, die sind wie Lordi und die sind auch wie Måneskin. Dann denke ich mir so, Lordi und Måneskin, die klingen, also ich weiß, ich verstehe warum,
man das sagt, weil wir sind ähnlich androgyn wie beim wie Måneskin. Wir haben auch harte Gitarren wie Lordi und heißen Lord of the Lost. Aber wenn man jetzt mal wirklich, dann musst du ja nicht mal mit einer Lupe rangehen, dann musst du eine Minute zuhören. Dann merkst du, dass erstens Måneskin und Lordi komplett unterschiedliche Musik machen. Ja. Und wir auch. Deswegen, also ich verstehe die Vergleiche und das nervt mich auch kein bisschen, aber ist halt auch Quatsch. Es gibt, glaube ich, schlimmere Bands, mit denen man verglichen werden kann. Oh ja. Definitiv. Wenn wir mal kurz zum ESC nochmal zurückkommen, ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen und ins Vorjahr gehen. Diese ganze Thematik mit Electric Callboy, der dazugehörigen Petition und diese Wellen, die das geschlagen hat. Habt ihr das damals alles mitbekommen oder wirklich aktiv verfolgt oder war das sowas, das ihr nur so am Rand mitbekommen habt? So ein Mittelding. Also wir haben das vor allem auch mitbekommen, weil Electric Callboy genauso wie wir auch kurz vorm Vorentscheid waren letztes Jahr. Okay. Wir haben uns letztes Jahr auch beworben, Okay. Ihr habt euch, aber glaube ich, schon haben, öfter beworben. ja genau, aber letztes Jahr war es dann halt wirklich so, man ist unter den letzten 20 BewerberInnen und da wurde das Konzept dann doch nochmal umgedreht, sodass wirklich nur radiofreundliches Material in den Vorentscheid kommt. Und da fallen halt sowohl Electric Callboy als auch wir raus. Wir haben aber da medial ist nicht so krass drauf angelegt, dass wir da so einen Push erhalten, dass wir vielleicht eine krassere Chance haben, in den Vorentscheid zu kommen. Das haben wir nicht gemacht. Ich verstehe aber genauso den Gedanken, warum man das macht. Und ehrlich gesagt, hat das Electric Callboy ja auch alles andere als Negatives eingebracht, das so aufzupushen. Ich meine, guck sie dir jetzt an. Das hängt nicht nur damit zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass deren Musik auch einfach großartig ist, dass sie super funktioniert und dass sie eine geile Show machen. Das hängt also, ne, da das allem vorangestellt. Ja. Aber das war natürlich medial auch große Aufmerksamkeit. Das darf man nicht vergessen. Ja, könnte jetzt schlechter laufen bei denen. Ja, ausverkaufte Lanxess Arena, klar. Kein Ding. Voll geil. Es freut mich richtig doll für die. voll. Und danach war ja auch das Thema Genre-Diversität ein sehr großes Thema. Wie habt ihr das wahrgenommen, vor allem jetzt selber ja auch als Teilnehmer, die Diversität? Also beim Vorentscheid schon ganz doll. Also klar gab es auch die typischen KandidatInnen, die sich in diese Homogenität der letzten Jahre im Genre eingereiht haben. Was nicht heißt, dass das keine großartigen KünstlerInnen sind, die alle krasse Stimmen. Aber es gab halt auch Malle-Schlager, Partymusik. Es gab K-Pop meets irgendwie Dance-Musik. Es gab uns. Also da war schon mehr am Start, was Diversität angeht. Wenn man jetzt auf den ESC guckt, ist das alles andere. Also es heißt ja sowieso nicht Eurovision Pop Contest, es heißt Eurovision Song Contest. Und das ist sowieso alles andere als eine Suppe. Da gab es so eine Art Indie-Rock-Band wie Joker Out. Da gab es eine Prog-Rock slash Metal-Band wie Voyager. Da gab es uns. Es gab ganz, ganz viele Pop-Acts natürlich, aber die auch alle, empfand ich zumindest so, sehr eigen sind, auf eine Art. Es gab Carrier, der sowieso sehr eigen ist in allem, was er macht. Geiler Typ. Also da wird auch unabhängig von der Musik sowieso Diversität sehr gelebt und das auch mit ganz viel Freude. Also würdest du sagen, dass das Thema Diversität eigentlich sowohl beim Vorentscheid als auch beim ESC selber eigentlich so gut ist, wie es ist, oder dass da noch mehr auf das jetzige Fundament aufgebaut werden kann? Nö, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Da kann noch, also mehr geht sowieso immer. Das ist eigentlich eine doofe Aussage, aber ich finde, dass da noch mehr geht im Sinne von, dass zum Beispiel Juryentscheidungen vielleicht auch, und das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, aber vielleicht auch noch mehr auf einfach Objektivität basieren. Denn wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, 5 Leute in eine Jury setzt, kann man sich nicht davon freimachen, dass das auch einfach Geschmäcker sind, die da entscheiden. Und das ist leider ein bisschen schade.
So. Also das würde vielleicht dafür sorgen, dass noch ein bisschen mehr Diversität zugelassen werden kann, wenn einfach das Handwerk des Musikmachen ist eigentlich kein Handwerk, aber dass die Kunst beurteilt wird und nicht, wie finde ich denn die Kunst? Das Thema Jury war ja auch dieses Jahr danach dann ein sehr großes Thema. Das Publikum wollte ja ganz klar Finnland als Gewinner sehen. Und wir haben ja, was waren das für alle Länder? Insgesamt 136 Jurymitglieder, glaube ich, plus minus, gegen Millionen von Stimmen. So, bist du der Meinung, da sollte vielleicht der Juryanteil kleiner sein oder vielleicht komplett wegfallen sogar? Also die haben dafür, dass es so wenig Leute sind, sehr, sehr viel Macht. Und ich finde immer, das kannst du auf alles beziehen, nicht nur auf Musik, sondern auch auf, was weiß ich, Milliardäre. Das empfinde ich immer als schwierig, wenn sehr wenige Leute einen sehr großen Teil an Macht haben. Weil es auch immer dann zu Diskrepanzen kommt im Resultat, was eigentlich gewollt ist. Hat man ja gehört. Oder liest man jetzt überall. Und dementsprechend, wenn ich jetzt Eurovision-Chef wäre, was jetzt komplett in den Himmel geschossen ist, weil ist ja nicht so, dann könnte man dieses Konzept Jury durchaus überdenken und sagen, also das hinterfragen. Auf jeden Fall, warum man das braucht. Jetzt höre ich bei der Aussage schon Stimmen, die sagen, ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn man von der Jury keine Punkte bekommt. Ja, aber ich spreche da ja nicht nur für mich, ich spreche da ja auch Eben, eben. für andere KünstlerInnen, die vom Publikum so immens viele Punkte bekommen haben, aber das trotzdem zu nichts geführt hat. Und das Publikum waren, wie du sagtest, Millionen und nicht 136. Wenn du die komplette Entscheidung darüber gehabt hättest, wer wäre für dich persönlich, jetzt mal abgesehen von Deutschland, auf dem Treppchen gelandet? Letztendlich die auf dem Treppchen gelandet sind, Okay. tatsächlich. Leichte Veränderung der Reihenfolge, auch für mich. Aber so an sich, einerseits Carrier empfinde ich, hätte das verdient. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich den Song super stark finde, sondern auch, weil er einfach das so sehr will. So sehr wollte. Das hat er uns gesagt. Ich will das so sehr. Und klar, das war so schön, weil es so ehrlich war. Also hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt. Ich empfinde aber auch manche Sachen. Also mein persönlicher Favorit war, glaube ich, Bridges, also der estische Beitrag. Da hätte ich gern weiter oben gesehen. Ich meine, Platz 8, okay. Da hätte ich gern weiter oben gesehen. Aber um beim ESC-Thema zu bleiben, wie war denn so für dich das Gefühl, als dann klar wurde, okay, es hat leider nur für den letzten Platz gereicht? Naja, das Gefühl kam ja relativ schnell. Ehrlich gesagt, also man kann sich nicht von einem gewissen Maß an Enttäuschung freimachen, weil auch wir haben genug Ehrgeiz zu sagen, manchmal auch genug Arroganz zu sagen, wir wollen nicht Letzter werden und wir sehen auch nicht, warum wir das werden sollten. Deswegen, da ist schon ein gewisses Maß an Enttäuschung da, was aber verhältnismäßig echt klein ist. Also ich meinte das direkt nach der Show schon zur Presse, dass ich noch nie Letzter in meinem Leben geworden bin und ich habe mich gleichzeitig so doll gefreut. Das Ergebnis hin oder her, wir haben nur gewonnen, wir hätten nur noch mehr gewinnen können. Aber da ist halt auch die Frage, womit gibt man sich zufrieden und wie sehr ist man auch mit sich selber zufrieden? Und ich muss sagen, wir hatten ein geiles Staging, ein super Song. Es klingt so arrogant, wenn man es über sich sagt, aber wir haben einen super Song und wir sind komplett zufrieden mit unserem Auftritt. Und wir hätten in dem Moment nichts besser machen können. So. Und wenn man sich das klar macht, ist man sehr, sehr schnell auch zufrieden mit der eigenen Leistung und sagt, das war geil. Und abgesehen davon, wir kommen jetzt nach Hause und wie gesagt, werden begrüßt von einem Re-Entry in den deutschen Albumcharts auf Platz 3. Wir haben dieses Jahr viele Konzerte, die ausverkauft sind und deren Ticketverkäufe super laufen. Wir haben nächstes Jahr unsere 15 Jahre Lord of the Lost Tour, wo teilweise Shows jetzt auch schon über 50% verkauft sind und die ist in einem Jahr. Ihr seid mit Iron Maiden noch unterwegs?
Genau, auch das. Wir sind mit Iron Maiden unterwegs. Da war was. Also, da war, ja, da war was. Also, wir haben eigentlich dann so wirklich gar keinen Grund, irgendwie großartig lange enttäuscht zu sein. Also, das verfliegt sehr schnell. Was bei mir vorherrscht, ist einerseits natürlich, dass wir jetzt so viele Erfolge feiern, trotzdem, aber auch auf eine Zeit zurückgucken, die unfassbar stressig war, aber ich würde das jederzeit wieder machen. Es war so Also geil da. Es war so geil da. wäre auch für euch eine weitere Bewerbung auf jeden Fall ein Gedanke? Ja, schon. Also, wie gesagt, würden wir das nächstes Jahr nochmal machen können, einfach aufgrund des Erlebnisses, würden wir das, glaube ich, machen. Weil es eine echt gute Sache ist. Also, wir hatten eine gute Zeit. Und ganz genau so, wir hatten da einfach eine gute Zeit mit allen Beteiligten. Und wir kommen zur letzten Frage. Und da blicken wir ein bisschen auf die Ergebnisse von Deutschland beim ESC die letzten Jahre zurück. Und die letzte Frage ist: Wer kann deiner Meinung nach den Deutschland-ESC-Fluch brechen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, wenn ich es wüsste, dann würde ich jetzt dem NDR schreiben und sagen, ich weiß alles, let's go. Also ich kläre auf. Aber das weiß ich gar nicht. Ich kann dir da leider keine Antwort geben, weil natürlich man sich auch fragt, so, ey, wir sind so von Grund auf verschieden zu allem, was davor war. Und auch bei uns war es ein letzter Platz. Also, what do we know? Und es ist auch nicht in unserer Verantwortung, da jetzt anzufangen zu sagen, was anders laufen muss, weil wir es auch einfach nicht wissen. Und wir können es auch nicht ändern. Da sind Leute in anderen Positionen. Das Konzept, wie das in Deutschland aufgezogen wird, zum Beispiel nochmal anders vielleicht anfassen müssen. Aber das sind nicht wir. Wir machen, glaube ich, lieber das, was wir am besten können, und das ist Musik machen. Und freuen uns jetzt erstmal darüber, dass unsere neuen Blushing Glitter-Versionen draußen sind. Link in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung. Bis Mittwochabend zählen alle Verkäufe von Blushing Glitter auch noch in die Charts rein. Also, wenn ihr uns vor Helene Fischer sehen wollt. Nur bis Mittwoch diese Woche? Ich glaube, ja, es ist Feiertag, Donnerstag. Ah, okay, das Genau. heißt, das Video kommt noch heute online zum Tag der Aufnahme. Morgen. Morgen muss dieser letzte Bestand ausverkauft sein. Noch knapp Genau. 100 pro Shop. Beide Links. Ausverkauft, okay? Exakt. Okay. Exactly. There we go. Geil. Genau. Also, wir machen das, touren weiter, und dann gucken wir mal, was in den nächsten Jahren beim ESC los ist. Und vielleicht in ein paar Jahren wird man uns ja auch nochmal sehen. Also, ich finde den Gedanken eigentlich schön. Wünsche ich ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg auf der Tour. Dankeschön. Und vielen Dank für die Zeit. Gerne, vielen Dank für das Interview. Das war sehr schön. Hab einen schönen Tag. Ebenso, ciao. Ciao.